Fehlende Fähigkeiten oder was brauchst du heute, um deine Barrieren und Hindernisse zu meistern? Also welche Fähigkeiten benötigst du wirklich? Und wenn du mal genau hinschaust bei dem Thema Fähigkeiten, weil ich glaube oder ich bin sogar überzeugt und ich werde dir auch da heute in diesem Video eine kleine Story von mir persönlich erzählen, na, also an welchen Hindernissen bin ich gescheitert oder wo habe ich mir die Zähne ausgebissen und so weiter. Und ich will das einfach mal, ich fange mal ganz vorne an, auch als ich angefangen habe im Vertrieb, Finanzbranche, dann Immobilienbranche und ich habe am Anfang 1990 meine erste Immobilie verkauft und ich hatte null Ahnung, null Plan. Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich da mache. Und ich hatte wirklich keine Ahnung, also vom Thema Immobilien, von den Inhalten, Steuervorteile, wie sich das überhaupt alles berechnet. Und wenn ich dann mal genau hingeschaut habe, war ich auch noch obendrauf ziemlich jung. Und wenn du keine Fähigkeiten hast und wenn du auch noch ziemlich jung bist zum Beispiel, dann hast du gleich zwei Probleme gleichzeitig, nämlich diese Dinge führen ja alle dahin, also ohne mangelnde Fähigkeiten bist du auch nicht sonderlich kompetent. Und wenn du nicht kompetent bist, dann bist du auch nicht oder wirst nicht ernst genommen. Und das war ein Thema, was ich tatsächlich sehr schnell für mich erkannt habe. So nach dem Motto, ey, wenn du ernst genommen werden willst, dann musst du echt ein paar coole Skills entwickeln. Und wenn ich mir so heute die Welt anschaue, ob das Politik ist oder auch in vielen, vielen anderen Bereichen, dann frage ich mich manchmal, ey, wie kommen die eigentlich durchs Leben? Das ist so krass. Und bei mir war es auch so, also immer wenn ich gescheitert bin an etwas, dann habe ich festgestellt, ey, mir fehlt hier wirklich eine Fähigkeit. Und es ist eigentlich völlig wurscht, ob du als Immobilienmaklerin oder als Immobilienmakler zum Beispiel gerade dich an dem Thema Akquise aufhältst. Akquise hat sehr viel mit Fähigkeiten zu tun, nämlich mit der Fähigkeit, Marketing zu verstehen. Was ist der Unterschied von Marketing und Werbung? Was ist konkret die Objektakquise? Was funktioniert? Was muss ich genau tun? Wie muss ich meine Werbung gestalten? Wie muss ich meine Brand aufbauen? Nur um so mal ein paar Dinge zu nennen. Schauen wir uns mal im Einkauf an, wie das da aussieht. Hey, du brauchst die Fähigkeit, die extreme Fähigkeit von richtig guter Kommunikation, also Kommunikationsfähigkeit. Du musst in der Lage sein, Immobilien wirklich exakt und gut bewerten zu können. Du musst in der Lage sein, ein guter Closer zu sein. Also wenn du beim Verkäufer sitzt und der Verkäufer will 800.000 Euro für seine Immobilie haben und du selber siehst aber die Immobilie vielleicht nur bei 700.000 und hast das auch bewertet und kannst das auch schwarz und weiß schwarz auf weiß belegen, aber du bist nicht in der Lage, das zu verkaufen, du bist nicht in der Lage, das zu closen, dann hast du echt ein Problem. Schauen wir uns mal den Verkauf an, es ist doch genau dasselbe. Wenn du in der aktuellen Marktphase viele Objekte hast, die du nicht verkauft bekommst, dann liegt das an den Fähigkeiten. Erstens an der Fähigkeit, dass du die Immobilie nicht zum richtigen Preis eingekauft hast, auf der anderen Seite aber auch, dass du vielleicht in der Vergangenheit nur und ausschließlich Immobilien über Portale verkauft hast. Also dir fehlt die Fähigkeit, was muss ich und kann ich darüber hinaus noch alles tun. Also Fähigkeiten über Fähigkeiten. Schau dir mal das Thema Unternehmertum an. Also wie organisiere ich eine Firma? Ich mache es noch ganz einfach. Wie organisiere ich überhaupt einen Drive-Ordner oder ein Google Drive mit verschiedenen Ordnern und Checklisten und Anleitungen und Vorlagen und Checklisten. Wie schaffe ich Strukturen und Prozesse? Ja? Oder Zeitmanagement, wie führst du dich selber? Ja? Wie kriegst du Familie, Privatleben, Freunde, Hobbys und dein Business unter einen Hut? Ja? Wie skalierst du deine Firma? Ja? Wie sorgst du dafür, dass deine Finanzen in Ordnung sind? Und. Ja? Und all dafür im Kern der Sache als wirklich tiefgehendes Fundament sind Fähigkeiten.
Und diese Fähigkeiten, die bringen auch nichts, wenn die auf so einer, ich sag mal, ganz seichten Bodenplatte oder dünnen Bodenplatte stehen, dann hast du kein richtiges Fundament. Und hier will ich dir einfach mal eine Sache kurz erklären, was ich in meiner Erfahrung erlebt habe. Erstens, Wissen. Du brauchst einfach die richtigen Quellen für Wissen. Und dir bringt das auch gar nichts, wenn du als Immobilienmakler dir andere Quellen suchst aus anderen Branchen, dann hast du eine ganz große Gefahr, nämlich du musst unheimlich krass in der Lage sein, dieses andere Wissen zu übersetzen, also das ist wie translaten, ja, also wie übersetzen auf dein Maklerbusiness. Also ist es natürlich schlau, wenn du am Ende des Tages dir das Wissen von den Leuten holst, von den Personen holst, die Probleme bereits gelöst haben, die du gerade auf der Platte hast. Ein ganz wichtiges Thema. Also wirklich unendlich wichtiges Thema. Ja, weil du kannst natürlich und du bist vielleicht auch super fähig und in der Lage, viele Probleme zu lösen, alleine zu lösen. Aber in der heutigen Zeit zählt auch eine Sache, nämlich Geschwindigkeit. Also ist Wissen eine ganz elementare Quelle für dich. Der zweite Schritt nach dem Wissen ist immer, immer das Thema Verstehen. Weil was bringt dir das beste Wissen? Schau mal alleine auf die Schule. Ja, Schule ist vielleicht eine ganz witzige Institution, aber wirklich viel bringen tut sie leider nicht. Weil wenn wir mal hinschauen und überlegen mal, was weißt du denn noch wirklich im Kern aus der Schulzeit oder was von der Schulzeit oder aus der Schulzeit nutzt du heute in deinem aktuellen Leben? Also halten wir eine Sache fest, nämlich die Schule ist im Prinzip darauf getrimmt oder ausgerichtet, Menschen etwas, also kleinen Personen und größeren Personen, Dinge beizubringen, damit sie sie wiederholen können. Wiederholen können bedeutet aber noch lange nicht, dass sie es verstehen. Und eine Sache ist ganz wieder wichtig, ganz entscheidend, sage ich gerne, nämlich Verstehen ist deshalb so entscheidend, weil ohne Verstehen kannst du Dinge nicht wirklich umsetzen. Du kannst sie zwar vielleicht wiedergeben oder auswendig abspulen, wie so eine Art Tonband, aber du wirst nicht in der Lage sein, die Dinge wirklich umzusetzen. Und das wäre Schritt Nummer 3, nämlich deine persönliche Umsetzung. Also Wissen, Verstehen, Aha-Moment. Und vielleicht auch hier, weißt du, ich habe in sehr jungen Jahren schon Skifahren gelernt. Und ich weiß eins, ich werde immer Skifahren können. Selbst wenn ich jetzt beim nächsten Skiurlaub, weil ich vielleicht ein paar Jahre nicht gefahren bin, ein klein bisschen üben muss, aber das werde ich im Kern nicht vergessen, wenn ich einmal ein guter Skifahrer war oder wenn ich gut Radfahren kann oder gut im Kraftsport bin oder gut im Laufen bin oder gut im Rechnen bin, whatever. Ja? Das heißt, man wird dann, wenn man einmal etwas verstanden hat, es nie wieder so schwer haben wie bis dahin. Ja? Also Wissen, Verstehen und dann kommt die Umsetzung. Und wenn die Umsetzung steht, ja, wenn du es wirklich umsetzen kannst, dann kannst du die Dinge auch wiederholt umsetzen, also immer wieder. Und wenn du etwas immer wieder umsetzen kannst, dann bist du wirklich in der Lage, Dinge zu beherrschen. Zu beherrschen heißt, es immer wieder zu tun. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes, nämlich wenn du etwas beherrschst, also ich meine wirklich, wirklich kannst, dann wirst du damit auch keine Schwierigkeiten mehr haben, wie zum Beispiel Akquise. Also wenn mir eine Maklerin oder Makler sagt, der 15 oder 10 Jahre auf dem Markt ist und immer noch Schwierigkeiten hat mit dem Thema Akquise, dann können wir eine Sache hier festhalten, die Person kann das nicht, sie beherrscht es nicht, weil würde sie es beherrschen, könnte sie es immer wiederholen, oder? Ja, das ist halt ganz einfach und logisch. So, und genauso ist das übrigens mit den Themen wie Mitarbeiter einzustellen,
einen Mitarbeiter onzuboarden, Mitarbeiter einzuarbeiten, überhaupt Mitarbeiter zu finden oder überhaupt die Entscheidung zu treffen, Unternehmer zu sein und einen Unternehmer aufzubauen. Es liegt nur an deinen Fähigkeiten. Und jetzt kommt die wichtige Botschaft dahinter. Es wird niemals damit zu Ende sein, deine Fähigkeiten, deine Kenntnisse und deine Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Weil wenn du wirklich ernsthaft glaubst da draußen, dass es damit getan ist, mal irgendwo ein bisschen Wissen zu schnappen, und ich meine nicht das Wissen, wo dir einer draußen erklärt, wie du vielleicht irgendwie ein Report für Scheidung oder für Erbschaft oder ein bisschen Online-Marketing. Weil schau doch mal her, wie viele Immobilienmaklerinnen und Immobilienmakler haben mit Online-Marketing mittlerweile schlechte Erfahrungen gemacht. Keine Leads gesammelt. Oder Leads gesammelt, aber nichts verkauft. Auch das sind Fähigkeiten, ja? Weil wenn du Leads bekommst, aber nicht in der Lage bist, die zu konvertieren in zahlende Kunden, dann liegt das an der Fähigkeit, also möglicherweise an deiner Fähigkeit, wirklich aus Leads Kunden zu machen. Ja? Dann ist nicht das Marketing oder das Online-Marketing dafür verantwortlich, sondern deine Fähigkeiten. Ja? Oder umgekehrt, du bist vielleicht jemandem auf den Grund gegangen oder sozusagen auf Eis gelaufen, weil du gar nicht in der Lage warst, weil du die Fähigkeit nicht hattest, einen guten Online-Marketer von einem schlechten Online-Marketer zu unterscheiden. Und du hast alles nur auf dem Prinzip Hoffnung aufgebaut, was dich auch nicht weiterbringt am Ende des Tages. Ja? Und ich kann dir eine Sache sagen, wann immer ich etwas auf Hoffnung aufgebaut habe oder auf der anderen Seite nicht das notwendige Wissen, das notwendige Verstehen und die Umsetzung nicht durchführen konnte, weil mir einfach die Fähigkeiten in der Tiefe gefehlt haben, dann habe ich es richtig schön aufs Gesicht bekommen. Und dir wird das mit 100%iger Sicherheit und Wahrscheinlichkeit nicht anders gehen. Deshalb möchte ich dich nochmal dazu auffordern, dir diese Punkte aus diesem Video hier mal aufzuschreiben. Um was geht es wirklich? Also ich wiederhole nochmal, Wissen, Verstehen, Umsetzen, Üben, Trainieren, Lernen, also beibehalten und dann kannst du etwas beherrschen. Das ist der Zyklus, den du übrigens auch deinen Kindern beibringen kannst. Und hey, mal Hand aufs Herz. Wenn du in diesem Video auch anhand meiner Story und an den vielen Beispielen, die ich jetzt gegeben habe, für dich erkannt hast, ey, da ist wirklich was dran, was der Typ sagt. Und ich sage nicht, dass ich immer alles richtig gemacht habe, ganz im Gegenteil, aber ich sage dir eins, es hat immer an den Fähigkeiten gelegen, Fertigkeiten und Kenntnissen, die ich hatte. Und in dem Moment, wenn ich da drauf gegangen bin und mir die Dinge in der Tiefe angeschaut habe, dann konnte ich den Knoten wirklich lösen. Und deshalb möchte ich dich auffordern, einfach hier in der Infobox mal einfach ein persönliches Gespräch mit uns zu buchen, ja, damit wir mit dir zusammenarbeiten können, mal bei dir herausfinden, hey, welche Fähigkeiten fehlen dir oder welche können wir noch schärfen, verbessern, optimieren, um dein Business, dich als Immobilienmaklerin oder als Immobilienmakler aufs nächste Level zu bringen. Und dann bin ich mir sicher, dann wirst du eine Menge Freude haben, wir auch, weil wir einen weiteren zufriedenen, glücklichen, happy Kunden haben, ja, der uns weiterempfiehlt und der uns ein schönes Video aufnimmt, weil er so glücklich und happy ist, dass er so großen Erfolg damit hat. Und das wäre doch eine schöne, coole Zielsetzung, die wir gemeinsam haben könnten. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und freue mich, wenn du den Kanal hier abonnierst und vielleicht einen Kommentar da lässt und ein Like. In diesem Sinne alles Gute, bis dann, ciao.